Wir sind bei Weinwissen und ich freue mich, dass ich mit Anton Börner, dem Winzer von Omina Romana, zusammen auf dem Weingut stehe und wieder mal eine Frage stellen darf. Was ist der Unterschied zwischen einem Drehverschluss und einem Korken? Da streiten sich die Fachleute schon viele Jahre darum. Das Problem beim Korken ist schlicht und ergreifend, dass es den sogenannten Korkschmecker gibt. Das heißt, das ist ein Pilz, der also üblen Geschmack in den Wein reingibt, dann ist der Wein kaputt. Ein Schraubverschluss kann kein Pilz haben. Der Kork ist sehr teuer. Weine, die sehr lange lagerfähig sein sollen, da hat man heute die Erfahrung nicht, wie sich das mit dem Schraubverschluss entwickelt. Also da wird, das machen wir zum Beispiel, wir machen das nicht. Wir nehmen seit diesem Jahr, seit dem Jahrgang 2018 für unsere Basisweine, also unsere Einsteigerweine, nehmen wir Schraubverschluss. Aus den von mir genannten Gründen, weil es die Gastronomie auch fordert und sagt, wir können für den Preis das nicht mehr machen mit dem Kork. Und für die Premiumweine nur Kork. Viele sagen, ist ein Premiumwein muss, also viele Konsumenten muss einen Korken haben, sonst ist er für mich kein Premiumwein. Das ist so Land auf, Land ab die Meinung. Der schließe ich mich an. Wissenschaftler sagen, muss nicht sein. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, warum ein Premiumwein, der jung getrunken werden soll, das muss man dazu sagen, nicht einen Schraubverschluss haben soll. Es gibt also berühmte Premiumweingüter, die Schraubverschluss liefern.